Hallo und herzlich willkommen bei The Knife Pub. Heute, wie ihr seht, mit einem kleinen Unboxing für euch. Wir sind hier jetzt in Part 2 von dem Weihnachtsspecial. Wie ich in Part 1 schon erwähnt hatte, ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen, haben mein guter Freund und ich uns entschlossen, ja, uns gegenseitig Messer oder ähnliche Dinge zu schenken, haben uns ein Budget festgelegt von 120 Euro. Im letzten Video habe ich euch gezeigt, was ja der Part 1 seines Geschenkes von mir sein wird. Und jetzt zeige ich euch Part 2. Ganz kurz zur Aufklärung, weil ich im letzten Video gesagt habe, ich zeige euch, was ich ihm schenke, bevor ich es ihm zeige. Ja, ich zeichne das vorher auf. Allerdings haben wir uns jetzt auf einen Termin geeinigt, den 12.12., an dem wir uns gegenseitig unsere Geschenke überreichen. Und vorher werde ich das natürlich nicht uploaden. Ja, ich würde vorschlagen, wir schauen einfach mal rein in das Paket. Der eine oder andere hat schon gesehen, Böker Solingen. Ich würde vorschlagen, ich mache das jetzt hier einfach mal auf. Ich muss allerdings den ersten Blick ohne euch wagen. Ich glaube nämlich, wir haben hier noch die Lieferadresse drin. Klaue ich mir mal ganz schnell raus. Ja, so. Und hier sehen wir Part 2, sozusagen das Hauptgeschenk. Ich hatte es im ersten Teil schon erwähnt. Ich habe mich dazu entschieden, das Budget von 120 Euro auf mehr als einen Artikel aufzuteilen und habe euch auch schon vorgestellt, ja, woraus der Füllteil oder der erste Teil des Geschenks besteht. Und jetzt schauen wir uns mal den Hauptteil an. Das hier ist das Highlight meiner Geschenkbox für ihn. Ihr seht Tops Knives, typisch One Life, One Knife. Schöner Spruch. Wir wissen leider alle, zumindest alle die, die sammeln, dass selbst wenn es reichen würde, ja, dass uns das nicht reicht. Ein Messer für immer, das reicht uns einfach nicht. Wir schauen hier direkt mal rein. Und hier ist es schon. Wir reden heute über das Topps Poker und ich muss sagen, ich bin ganz schwer neidisch, dieses wunderschöne Messer zu verschenken. Man soll ja Geschenke machen, die man am liebsten selbst hätte. Das fällt trotzdem extrem schwer, da bin ich ganz, ganz ehrlich. Wenn ihr jetzt denkt, hey, warte mal, du verschenkst das doch, du kannst doch jetzt nicht die Verpackung öffnen, habe ich natürlich mit meinem Kumpel drüber gesprochen und abgeklärt und er hat mir das absolute Go dazu gegeben. Ich zitiere ihn jetzt mal kurz, alle meine Messer sind User und ich schmeiß die OVP sowieso weg. Die Zeiten, in denen ich die aufhebe, sind vorbei. Gut, hier nochmal die Warranty, Topps Warranty, wer es nicht weiß, sehr, sehr gut, sehr, sehr kulant, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Wir reden jetzt über dieses absolut schöne Messer. Hier von Topps, das hat man schon mal öfter. Noch so eine kleine, absolut praktische, taktische Pfeife dabei. Aber auch um die soll es jetzt nicht gehen, sondern um dieses Messer. Wir schauen hier nochmal ganz kurz. Das Gummiband können wir auch noch abtrennen. Das Paket wird nach dem Video feierlich in wunderschönes Papier eingepackt. Und dann wird das nicht mehr allzu viel durch die Gegend transportiert. Insofern brauchen wir, glaube ich, diesen Griffschoner nicht mehr. Wenn wir schon über den Griff sprechen, fangen wir hier doch ganz mal an. Wir sehen hier ein absolut schönes, braunes und innen schwarzes Mike Carter. Und das ist, ach, das fühlt sich so gut an. Wer schon Topps-Produkte hat, der kann sich jetzt grob vorstellen, womit ich es hier zu tun habe. Und ich schaue mal gerade, wie wir das gute Stück denn hier rausbekommen. Ein unfassbar fester Sitz, stelle ich gerade fest. Da ist es. Das hier ist mein Hauptgeschenk. Mein Hauptweihnachtsgeschenk an meinen Kumpel. Das Topps Poker Knife. Das ist ein Craig Powell Design. Der gute Mann verarbeitet das Leder bei Topps Knife. Also der macht zum Beispiel die Lederscheiden. Und der hat ja, nach einem Messer gesucht, das ihm ja, bei der Lederverarbeitung hilfreich sein könnte. Und er hat früher oder vorher mit einem ja, klassischen japanischen Kiridashi gearbeitet und hat sich dieses Design genommen und einen Karambit draus gemacht. Und daraus ist dieses absolut spannende und besondere Messer rausgekommen. Und ja, da gucken wir uns jetzt die Einzelheiten mal ein bisschen genauer an. Die Grifflänge hier genau 11,1 cm und die Klingenlänge 6,4 cm. Also ihr seht schon, kein kleines Messer. In meiner Medium- bis Large-Size-Hand liegt das richtig gut. Natürlich nimmt man hier automatisch den Karambit, ne, zur Hilfe für den absolut kontrollierten Griff. Und diese
Kombination, die ist einfach wirklich mal was Besonderes. Wir schauen uns das Ganze an, Full Tang hier, alles aus einem Stück Stahl geschmiedet und hergestellt, verarbeitet. Das hier ist natürlich Tops, also 1095er Carbonstahl. Fast alle Tops-Produkte haben diesen Stahl und Tops macht wirklich ein unglaublich schneidfreudiges, schnittfestes Stück Stahl aus diesem Rohmaterial, was die da bekommen. Unglaublich. Das Teil ist natürlich eine Wucht. Das ist mal was ganz, ganz anderes. Und das war auch mein Ziel mit diesem Geschenk, einfach mal wirklich eine ganz andere Sphäre aufzumachen. Und Tops ist in meinen Augen einfach genau die richtige Firma gewesen, um einfach mal ein besonderes Produkt, ja, aus dem Hut oder aus dem Weihnachtspaket zu zaubern. Mit ihrer absolut speziellen, ja, Härtemechanismus, mit ihrem Härtemechanismus machen die aus diesem Ding ein relativ unkaputtbares Stück, ja, Arbeitsgerät. Also 1095er Carbonstahl, das ist ein super Werkzeugstahl und Tops härtet den speziell. Das bedeutet im Grunde, dass sie die Klinge noch mehr härten als den Rest des Materials, dass, wenn ich das wirklich mal ganz extrem belasten sollte, ja, sich im schlimmsten Fall quasi das hinterliegende Material verbiegt oder verformt, aber mir nicht die ganze Klinge einfach durchbricht. Sprich, selbst wenn ich das Messer so ein bisschen verhunze und es danach nicht mehr hübsch aussieht, wird es funktional bleiben. Und ich finde diese Idee einfach richtig schön. Ich selbst habe euch ja schon mal gezeigt, habe das Tech Race 4 von Tops, gleiche Geschichte, auch hier 1095er Carbonstahl und ich war so begeistert und ich finde das optisch auch immer noch so wunderschön, dass ich mir ziemlich schnell sicher war, dass mein Weihnachtshauptgeschenk wirklich, ja, von Tops kommen muss. Und das ist es geworden und ich bin richtig, richtig neidisch. Karambit gefällt ihm sowieso ganz gut, da bin ich mir sehr sicher. Da muss ich mir keine großen Gedanken machen. Aber diese Klingenform, das ist einfach mal was wirklich ganz, ganz Außergewöhnliches und Besonderes. Das hat nicht jeder in der Sammlung. Und das war für mich so, ja, der Hauptkaufgrund, muss ich ganz ehrlich sagen. Normalerweise kostet dieses Messer, fast egal wo man es kauft, so um die 120 Euro. Jetzt haben wir natürlich festgestellt, ja, 120 Euro Budget, das Messer kostet 120 Euro, passt hinten und vorne nicht. Ich habe das ja, bei Böker Online für 78 Euro geschossen. Und da, spätestens da, war ich mir absolut sicher, dass ich auch mit gutem Gewissen die 120 Euro splitten kann, weil ich Angst hatte, dass ich, ja, wenn ich splitte, zwei Produkte besorge, mit denen, ja, der zu Beschenkende nicht allzu glücklich sein wird. Aber das Messer, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich es für mich selber wäre, hätte ich es auch für um die 100 Euro gekauft. Ja, 100, 120 Euro. Kann man dafür schon ausgeben, aber zu einem Preis von 78 Euro, das ist mir wirklich schwer gefallen, weil ich auch, glaube ich, das letzte auf jeden Fall erwischt habe. Das ist mir wirklich schwer gefallen, das jetzt als Geschenk auszuwählen und nicht für mich selbst zu kaufen, bin ich ganz ehrlich. Jetzt werfen wir mal einen ganz kurzen Blick auf diese Kydex-Scheide, die wir hier vorhin schon, ja, uns mal ganz kurz angeschaut haben. Ihr seht schon, wir können hier auf jeden Fall Scout Carry machen, also das Messer so am Gürtel befestigen. Wir können Cross Draw machen, also auf der linken Seite befestigen, das Messer von hier holen. Oder wie gesagt, Scout Carry hinten am Rücken könnte man es tragen. Wenn man es so rumträgt, dann natürlich nur von links zugänglich. Aber das ist auf jeden Fall, ja, in diesem dünnen Profil eine absolut coole Geschichte. Die Details sind auch stark. Wir haben hier die US-Flagge und hier das Tops-Logo. Richtig schön schlicht in Schwarz. Ich glaube, das wird meinem Kumpel sehr, sehr gut gefallen. Und diese Riemen selbst, die seht ihr, sind nochmal größenverstellbar und die sind aus Leder gefertigt. Also absolut schöne Kombination mit diesem, ach, einfach besonderen, mega coolen Schneidteufel. Wir schauen jetzt mal den Sitz des Messers an. Ihr habt schon gehört, da ist ordentlich Druck dahinter. Und auch beim Rausziehen, wow, da muss man wirklich Kraft aufwenden. Man braucht auf jeden Fall keine Sorge haben, dass das Messer einfach mal so rausrutscht und verloren geht. Wir schauen uns hier nochmal die Klinge an. Für meinen Geschmack ein bisschen zu vollgepackt dafür, wie klein sie ist. USA Made, also Made in USA, steht auf der einen Seite und auf der anderen haben wir auch nochmal das Tops-Logo und Tops Poker steht nochmal drauf. Ja, wie gesagt, dadurch, dass die Klinge tatsächlich so klein ist, für mich ein bisschen zu viel Information, aber so ist das Game nun mal. Ich schaue hier gerade mal den Reverse Grip an, den ich damit aufbringen kann.
wirklich, wirklich schön. Was mich ein bisschen, ja, traurig macht, das ist zu viel gesagt, aber was mich ein bisschen stört, ist, dass hier am Karambit komplett auf Jinpings verzichtet wurde. Also ich hätte mir persönlich, natürlich jetzt nicht unbedingt für den normalen Griff, aber vielleicht tatsächlich für den Reverse Grip, hier vielleicht am Abschluss des Karambits, da hätte ich mir ein paar Jinpings gewünscht. Aber auch so, das ist natürlich ein bombenfester Griff. Also da muss man schon Quatsch machen, um das Messer irgendwie zu verlieren. Ja, das ist das Hauptgeschenk. Darüber wird mein Kumpel sich hoffentlich am 12.12. freuen. Und ich reihe euch jetzt nochmal alles auf, ganz kurz, was denn in meinem Weihnachtsgeschenk drin ist. Wer Part 1 gesehen hat, der weiß es jetzt schon. Ansonsten entschuldigt die Knisterei. Befindet sich nämlich noch die CRKT Primer im Paket dazu und hier von Amare Knives das AMAX. Ich verlinke euch gerne nochmal das Video Part 1, damit ihr euch die Produkte auch nochmal in Ruhe anschauen könnt. Aber das ist, was ich aus meinem 120 € Budget für meinen Kumpel rausholen konnte. Ich finde ein absolut gelungenes Paket und ich freue mich wirklich drauf und ich freue mich auf seine Reaktion. Aber, und das muss ich natürlich ganz klar dazu sagen, erstens das hier, das absolute Highlight, auch wenn ich das AMAX von Amare Knife sehr cool finde, aber das Topps Poker, das hat einfach, ich glaube, entweder liebt man oder hasst man das und ich bin ganz gespannt, wie mein Kumpel das findet. Aber ich bin noch viel gespannter darauf, was in meinem Päckchen drin ist. Ich habe schon den Verdacht, dass er nicht gesplittet und alles auf eine Karte gesetzt hat. Und da ich seinen Geschmack halbwegs kenne und auch seine Sammlung halbwegs kenne, bin ich wirklich gespannt darauf, was ich am 12. auspacken darf. Und auch das werde ich euch natürlich zeigen. Das soll es aber für heute erstmal gewesen sein. Ich danke euch natürlich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt bei The Knife Pub. Und ich bin sehr gespannt auf eure Reaktion. Sagt mir doch nochmal, was ihr von unserer Geschenkidee haltet. Würdet ihr das vielleicht auch machen, wenn ihr den passenden Kumpel dazu gefunden hättet? Oder macht ihr das vielleicht sogar? Und ja, sagt mir ruhig mal, ob ihr euch über dieses Paket freuen würdet oder nicht. Lasst mir was da. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.